Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem zweiten Text-Newsflash, mit dem wir Ihnen ein kurzes Steuerupdate geben möchten. Mein Name ist Markus Erb vom Verband der Auslandsbanken und ich freue mich, auch heute wieder alle Interessierte aus dem Bereich Tax, Finance und Compliance durch den Steuerdschungel begleiten zu dürfen. Auch heute habe ich wieder ein relativ schwer verdauliches Steuermenü für Sie vorbereitet. Wir beginnen mit neuen Entwicklungen bei der Finanztransaktionssteuer, kurz FTS. Danach ein Überblick über neue Entwicklungen bei der elektronischen Steuerbescheinigung mit Datenabgleich. Des Weiteren neue Entwicklungen bei der Verschiebung der neuen Anzeigepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltung, kurz DAX 6 Umsetzung. Und zum letzten Steuerthema für heute neue Entwicklungen bei der Kirchensteuer. Wie immer zum Abschluss ein Einblick in die steuerpolitische Wetterlage in Deutschland. Berlin. Das Bundesfinanzministerium hat am 27. Mai eine Telefonkonferenz mit einigen Bankenverbänden zur Finanztransaktionssteuer durchgeführt. Nach dem Willen des BMF möchte Deutschland seine Ratspräsidentschaft in der EU in der zweiten Jahreshälfte 2020 dazu nutzen, die FTS in verstärkter Zusammenarbeit in der EU erfolgreich nach dem französischen Vorbild, das seit 2012 existiert, einzuführen. In diesem Zusammenhang fragte die Finanzverwaltung nach bestehenden und angelegten Verwaltungsstrukturen für eine Transaktionssteuer im Bankensektor. Zudem wurde nach den erforderlichen zusätzlichen Arbeiten bei Einführung einer deutschen Finanztransaktionssteuer gefragt. Das neu geschaffene Referat für die FTS im BMF wird hierzu in Kürze einen Fragenkatalog an den VAB senden. Mithilfe der Mitglieder ist jederzeit sehr willkommen. Geplant ist die Einführung schon zum 1. Januar 2021. Das BMF hat am 4. Mai 2020 einen Diskussionsentwurf für eine Änderung insbesondere der Paragraphen 45a bis c Einkommensteuergesetz vorgelegt. Damit ist eine elektronische Steuerbescheinigung an das BZST und weitreichende Meldepflichten für die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer vorgesehen. Geplant ist zudem eine erweiterte Haftung des Ausstellers für eine fehlerhafte Steuerbescheinigung. Bei Nichteinhaltung der neuen Vorschriften sind Bußgelder vorgesehen. Die neuen Regeln und Vorschriften sollen für alle Kapitalerträge gelten, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. Der Verband hat eine umfangreiche Stellungnahme an das BMF am 27. Mai diesen Jahres versandt und um eine Praktika-Arbeitsgruppe gebeten, sowie sich für klarere, rechtssichere Regelungen ausgesprochen. Zudem hat der VAB die erweiterte Haftung sehr kritisiert. Brüssel. Bekanntlich hat die EU die sogenannte DAX 6-Richtlinie am 25. Mai 2018 verabschiedet. Deutschland hat diese in einem Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung Ende letzten Jahres umgesetzt. Die Meldepflicht wäre demnach erstmalig am 1. Juli 2020 vorzunehmen. Auch aufgrund der Corona-Krise hat die EU nun in einem Entwurf einer EU-Richtlinie eine Verschiebung der erstmaligen Anzeigen um vorerst 3 Monate angekündigt. Die Anzeigepflicht soll dann auf den 1. Oktober 2020 verschoben werden. Dieses Moratorium in der Richtlinie muss noch bis zum 31. Mai 2020 in deutsches Recht umgesetzt werden. Im Corona-Steuerhilfegesetz, welches am 28. Mai vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, ist nun eine Ermächtigung für das BMF für einen Erlass zur Verschiebung der erstmaligen Anwendung dieser Richtlinie enthalten. Die Veröffentlichung des BMF-Anwendungsschreibens steht zudem kurz bevor. Berlin. Das BMF hat bereits 2019 ein Eckpunktepapier für ein neues elektronisches Verfahren zum Kirchensteuerabzug bei Kapitalerträgen veröffentlicht. Damit soll auch § 51a Einkommensteuergesetz angepasst werden. In einer Informations- und Diskussionsveranstaltung am 17. Oktober letzten Jahres im BMF in Berlin wurde hierzu mit den Verbänden diskutiert. Mit Schreiben des BMF an den Verband vom 18. Mai diesen Jahres wurde mitgeteilt, dass dieses Vorhaben zeitnah in ein geeignetes Gesetzgebungsverfahren eingebracht wird.
Die Regelungen sollen grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Aufgrund der umfangreichen Umstellung der technischen Prozesse sollen die Regelungen im Zusammenhang mit der verpflichtenden Anlassabfrage zum 1. Januar 2022 erst in Kraft treten. Und nun zum Wetter. Die vielen Steuerthemen in den letzten Monaten zeigen deutlich, dass steuerpolitisch noch keine Wetterbesserung in Sicht ist. Es bleibt unbeständig und in Teilen sehr ungemütlich. Das war unser zweiter Text-Newsflash. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie text-compliant. Ihr Markus Erb.